Worms, die Nibelungenstadt am Rhein. Die Wormser, die machen etwas aus dem historischen Erbe ihrer Stadt, aus ihren vielen ungeahnten Schätzen. Die Promis sind los in Worms. Es sind Nibelungenfestspiele. Christoph Maria Herbst, bekannt als fieser Bürochef Stromberg, spielt in Hagen. Sie ist kein Promi, aber dafür zuständig, dass die Promis den Medienleuten Interviews geben. Das sage ich jetzt nicht einfach so, weil man das so sagen muss, sondern wir verstehen uns an Plänen durch die Bahn. Monika Liedmann ist Pressesprecherin der Nibelungenfestspiele. Zum achten Mal erzählen bekannte Schauspieler wie der Wormser André Eisermann und Nina Petri die Nibelungensage neu. Einen Sommer lang bevölkern die Theaterleute die Stadt. Moni Liedmann stammt aus dem Saarland. Die Festspiele haben sie zur Wahlwormserin gemacht. Ich bin das erste Mal als Journalistin noch zu den Nibelungenfestspielen gefahren, habe im ersten Jahr über sie berichtet. Ich musste auf der Karte gucken, wo Worms liegt. Ja, ich hätte mir das so einfach nicht vorgestellt. Und es ist bei mir schon so, wenn ich die B9 fahre und ich sehe den Dom, dann ist das schon so ein Heimatgefühl. Und ich habe dann gesagt, nachdem das Heimatgefühl bei mir da war, jetzt kann ich eigentlich auch hier herziehen und habe das dann auch gemacht. Der Dom. Das Wahrzeichen von Worms. Hier zofften sich im Nibelungenlied Kriemhild und Brünhild um ihren Siegfried. Und dann kommt er, der Intendant der Nibelungenfestspiele, Dieter Wedel, per Schiff. Er hat das Theaterspektakel gegen anfängliche Widerstände durchgeboxt und Worms damit bundesweit bekannt gemacht. In diesem Jahr soll es eine Komödie werden. Dieter Wedel lädt zu einer ersten öffentlichen Probe. Die Wormser sollen einen Eindruck bekommen, was sie diesmal erwartet. Noch 2 Wochen bis zur Premiere. Die werden wir in diesem Film miterleben. Vorher aber wollen wir die Stadt kennenlernen. Ihre verborgenen Schätze und natürlich auch einige Wormser und Wormserinnen, die diese Schätze hüten, bewahren und mit Leben füllen in einer der ältesten Städte Deutschlands. Worms liegt am Rhein, zwischen dem Pfälzerwald und dem Odenwald, ganz in der Nähe von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Er ist der Wormser ganzer Stolz, der Dom, unangefochtenes Zentrum der Stadt. Aber das gewaltige Bauwerk ist auch eine Dauerbaustelle. Auf dem Gerüst am Ostturm treffen wir eine ungewöhnliche Truppe. Einen Restaurator, einen Architekten, einen Kollegen des Architekten, allerdings aus Stein gehauen und ein paar Jahrhunderte älter, und ein unheimliches, affenartiges Wesen, das den mittelalterlichen Baumeister am Kopf krault. Der Affe hat verschiedene Bedeutungen, aber eine davon ist natürlich auch, dass es ein Zeichen für eine Eitelkeit ist, für die Eitelkeit. Und da der Affe den Baumeister am Kopf krault, könnte das natürlich sein, dass er ihn an seine Vergänglichkeit gemahnt. Weil so ein Baumeister, der in der Lage war, im Mittelalter so ein Riesenbauwerk zu errichten, das führt möglicherweise zu Übermut wie heute auch. Die Baumeistersäule hat einen gefährlichen Riss bekommen. Der Architekt Jürgen Hamm wird mit seinem Team den Riss flicken und den Baumeister mit seinem Affen so sichern, dass sie nicht in die Tiefe stürzen und auch die Nachwelt daran erinnern können, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Ein kleiner Baustein eines Mammutprojekts, die Rundumrestaurierung des Wormser Doms. Wieder mal. Schon in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte wurde das Bauwerk mehrmals schwer beschädigt. Ende des 17. Jahrhunderts versuchten französische Truppen vergeblich, den Dom zu sprengen, worauf er ganz ausbrannte. Immer wieder haben ihn Baumeister, Arbeiter, Steinmetze und Künstler wieder aufgebaut und erneuert. Die Gruft der Salier. Hier ruhen die Vorfahren von Kaiser Konrad II. In ihren Sarkophagen.
Das mächtige Kaisergeschlecht regierte über zwei Jahrhunderte das Heilige Römische Reich. Der älteste Sarkophag ist über 1000 Jahre alt. Der Dom wurde im 12. Jahrhundert erbaut, als die meisten Leute weder lesen noch schreiben konnten. Die Figuren am Südportal erzählten den Wormsern die Geschichten aus der Bibel in Bildern. Der Dom war auch Zeuge, als es im 16. Jahrhundert zum großen Glaubensstreit kam. Der Kaiser lud Martin Luther vor den Wormser Reichstag, wo er seine Thesen widerrufen sollte. Luther ließ sich nicht einschüchtern. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, soll er dem Kaiser zugerufen haben. Diese berühmten Worte hat der Bildhauer Ernst Rietschel auf dem größten Reformationsdenkmal der Welt verewigt. Heute ein beliebter Treffpunkt im Stadtpark. Worms hat Religionsgeschichte geschrieben, auch für die Juden in aller Welt. Der jüdische Friedhof, wegen seines sandigen Bodens heiliger Sand genannt, Stella Schindler-Siegreich ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Sie ist in Polen geboren und hat ihre Kindheit in Israel verbracht. Seit 50 Jahren lebt sie in Worms. Der Friedhof hat ihr immer geholfen, sich hier zu Hause zu fühlen. Im Mittelalter lebten viele Juden in Worms, auch berühmte Gelehrte, die hier begraben liegen. Wenn Sie als jüdischer Mensch irgendwo in der Welt hinkommen, in eine Synagoge, und jemand sagt, und Sie sagen, Sie kommen aus Worms, so ist es mir in Polen ergangen. Da wurde ich an den Ehrenplatz gesetzt, nur weil ich aus Worms komme. Das zeigt auch die Verbundenheit zu den Vorgenerationen und die Verbundenheit eben zu dieser großen Geschichte der Gelehrsamkeit. Ihre Führungen werden in letzter Zeit immer beliebter. Also ich sehe immer mehr Leute, die den Friedhof wahrnehmen. Und er ist sowohl der Stadt als auch den Menschen in der Stadt immer bewusster. Und so finde ich das einfach schön, dass dieser Friedhof, der mitten in der Stadt ist, einfach ein Teil der Stadt ist und auch der Kultur der Stadt ist und auch von der Bevölkerung als ein Teil ihrer Stadt wahrgenommen wird, mit seiner Geschichte auch. Das jüdische Viertel mit der Judengasse ist heute perfekt renoviert und eine der idyllischsten Ecken der Stadt. Hier steht auch die Synagoge aus dem 11. Jahrhundert. Sie wurde wie viele in der Reichspogromnacht niedergebrannt und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Noch erhalten ist ein ganz besonderer Schatz, ein unterirdisches Kultbad, eine sogenannte Mikwe. Ein rituelles Bad, das Frauen nach der Entbindung oder am Vorabend ihrer Hochzeit besuchten. In Worms wird die Mikwe nicht mehr genutzt, aber das Ritual gibt es heute noch. Dabei wird die Braut beim Eintauchen mit Bonbons beworfen und besungen. Nach dem Krieg gab es keine Juden mehr in Worms. In den letzten Jahren sind aber viele aus der ehemaligen Sowjetunion nach Worms gezogen und bilden wieder eine lebendige Gemeinde. Nein, hier noch mal eine Reihe.
Stella Schindler-Siegreich bemüht sich erfolgreich, sie zu integrieren. Die Gemeinde wächst und die Synagoge wird mit neuem Leben erfüllt. Dazu gehören auch Konzerte. Für diesen Abend hat sie den jüdischen Kantor Isaac Schäffer aus Berlin eingeladen. Die bekanntesten Lieder, wie das Friedenslied Shalom Alechem, singen alle mit. Für alle ein großartiges Erlebnis. Solche Veranstaltungen helfen den Neubürgern, sich in Worms heimisch zu fühlen. Der Gemeindevorsitzenden bedeuten diese Gesänge sehr viel. Es berührt mich sehr, dass man hier in der Synagoge einfach dieses Konzert hat und diese Melodien hört, die bis 1938 einfach die Melodien des Ortes hier waren. Auch der Oberbürgermeister war dabei. Immer mehr gehört das jüdische Leben in Worms wieder zum Alltag. Am Dom hat die Inszenierung der 8. Nibelungenfestspiele Gestalt angenommen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Aufführung, bei der Nina Petri als Brünhild auf einer Kunststofffläche Schlittschuh fahren wird. Spektakuläre und originelle Ideen für Bühnenbild und Kostüme gehören bei den Nibelungenfestspielen von Anfang an dazu. Die Rabenkostüme sind der ganze Stolz der Kostümbildnerin. Für die beiden Darsteller Marc Weigel und Thorsten Krohn aber eine fast schon akrobatische Herausforderung. Sie mussten hart trainieren, damit sie nicht dauernd auf den Schnabel fallen. Und dann sollen sie dabei auch noch singen. Als hätte die Natur von Anbeginn nur dich im Sinn. So, und das ist natürlich auch das Problem jetzt hier, dass man eigentlich, um zu musizieren, natürlich großmöglichste Ruhe sucht. Und das Problem an diesen Stelzen überhaupt ist, dass man ja nicht ruhig stehen kann. Man muss immer in Bewegung bleiben. Das ist in der Tat ein Problem, dass man nicht wirklich sich hinstellen kann und das dann machen kann. Die sind gar nicht so schwer, aber die werden dann plötzlich zum Problem. Nicht weit von der Bühne am Dom, auf dem Marktplatz im Eiscafé Vanini. Dem wohl beliebtesten Treffpunkt der Wormser. Die Pressedamen Moni Liegmann und Tanja Steiner planen die nächsten Interviews mit André Eisermann. Der gebürtige Wormser lebt auf Mallorca. Für die Zeit der Festspiele aber genießt er den Sommer in Worms. Das ist meine Heimatstadt. Ich wohne bei meiner Mutter, wo ich gerne bin. Und kann in meiner Heimatstadt mit solchen tollen, professionellen Leuten arbeiten, wie das hier stattfindet seit 8 Jahren. Also das, was wir hier im Theater machen, das erlebe ich so im Bundesgebiet so selten, was hier passiert. Und das in meiner Heimatstadt. Ich bin mittendrin dabei. Das ist für mich was Besonderes, hier zu sein. Lange fehlte in Worms ein Ort, an dem man etwas über das Nibelungenlied erfahren konnte. 2001 wurde das Nibelungenmuseum eingeweiht, nach jahrelangen Diskussionen. Moderne Architektur eingebaut in die historische Stadtmauer. Das größte Kunststück dabei war, man musste etwas zeigen, wo es nichts zu zeigen gibt. Die Nibelungen gibt es ja nur in der Dichtung, wie also aus einem Mythos ein Museum machen.
Die Museumsmacher, ein Medienkünstler und ein Architekt aus Paris, entschieden sich für moderne Medientechnik. Im Zentrum des sogenannten Seeturms schwebt das Rütelin, benannt nach dem Talisman aus dem Nibelungenschatz, eine 12 Meter hohe Eisenspindel mit 1200 Bildern aus Gemälden, Stichen, Propagandaplakaten und Operninszenierungen. Im Seeturm können die Besucher unter anderem Ausschnitte aus dem alten Nibelungenfilm von Fritz Lang anschauen. Der Wehrgang verbindet den Seeturm mit dem Hörturm. Über die Kopfhörer tauchen die Besucher ein in die Welt des Nibelungenlieds. Ein Erlebnis, Passagen des Originalliedes auf Mittelhochdeutsch hören. Uns ist den alten Meeren wundersviel gesagt, von Helden Lobebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Die dritte Station führt in die Unterwelt, in das Mythenlabor. Hier können sich die Besucher, und dabei hat man besonders an Schulklassen gedacht, aktiv mit der Nibelungensage beschäftigen, Internetseiten aufrufen oder Kurzdokumentationen anschauen. Wir könnten uns einen Film ansehen. Er ist in Tronje geboren. Sein Vater hieß Altrian. Wie heiter er hier auch auftritt, er ist ein finsterer Mann. Wer vom Aussichtsfenster des Hörturms über die Stadt schaut, dem fallen diese orientalisch wirkenden Kuppeln auf. Sie gehören zum Dominikanerkloster St. Paulus und werden auch Heidentürme genannt. Zur Zeit der Kreuzzüge wurden sie wahrscheinlich nach dem Vorbild der Grabeskirche von Jerusalem gebaut, als Zeichen des Sieges. Die Zeit der Kreuzzüge ist glücklicherweise vorbei. Aber wie in anderen Städten auch, gibt es in Worms Konflikte zwischen Menschen, die aus verschiedenen Kulturen stammen. Nicht weit von der Pauluskirche liegt die Rheinstraße. Hier könnte man meinen, in einem Mittelmeerland gelandet zu sein. Menschen aus 130 Nationen leben in Worms. Und hier in der Rheinstraße ist die Mischung besonders bunt. Und manchmal, vor allem nachts, auch recht laut, was immer wieder zu Reibereien führt. Dieser Mann bemüht sich um Verständigung. Carlo Riva, italienischer Wormser und Ausländerbeauftragter der Stadt. Er hat ein offenes Ohr für die Probleme der Anwohner und auch deren Kinder. Was hat deine Mutter gesagt? Meine Mutter sagt, jetzt hören Sie doch mal zu. Das ja. ist doch Spielstraße, was ja. Sie nicht verstehen will. Sagt sie, das interessiert mich nicht. Und da ist es ja vor allem eigentlich egal. Sie sagt, ich bezahle hier 500 Euro Miete. Eine Hundebesitzerin schimpft immer wieder über die spielenden Kinder. Aber die lassen sich von ihrer Gasse nicht so einfach verscheuchen. Die Rheinstraße gilt als heißes Pflaster, man könnte aber auch sagen lebendig. Zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu vermitteln, ist eine heikle Aufgabe, bei der man sich schnell unbeliebt machen und zwischen die Stühle setzen kann. Man sollte vorurteilsfrei sein. Ja? Ich kann den Leuten begegnen, weil ich selbst Migrant bin und auch war. Ja? Und ich kenne die Situation, aber genauso gut liebe ich diese Stadt und diese Straße. Und die Menschen, die hier schon seit langem leben, lang bevor die Migranten hierher kamen. Und entsprechend versuche ich, das zusammenzubringen. Der Ausländerbeauftragte kümmert sich auch um das Ruhebedürfnis der wenigen Alteingesessenen. Ah, das kann sein, denn ich habe angerufen, ja. weil ich Angst habe, was jetzt kommt. Ja. Ne? Und da hat die Frau Blüm von der Polizei gesagt, ja. Sie müssten eigentlich das Ordnungsamt anrufen. Richtig, genau. Aber in dem Moment ist es ruhiger geworden. Mhm. Und der eine ist fort. Ulrike Bickel-Uhing hat in der Rheinstraße ein Weinlokal eröffnet. Sie tut sich manchmal schwer mit den oft chaotischen Zuständen, aber mit ihrer direkten Art kommt sie hier gut klar und ist Carlo Riva dankbar für sein Engagement. Seit Carlo da ist und wirklich die Leute hier einen Ansprechpartner haben, der auch jetzt, sage ich immer, eine Vermittlung und ein Vernetzer ist.
im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und auch eine gewisse Achtung, auch jetzt sage ich immer, von allen Mitbürgern hier, unterschiedlicher Schichte, Couleure und Haarfarben und Hautfarben, hat ganz einfach, entsteht hier eine gute Verbesserung. Carlo Riva ist auch oft zu Gast in einer der vier Moscheen von Worms. Wir besuchen die von Mili Göresch in der Nähe des Bahnhofs, etwas abseits vom Stadtzentrum. Okulların tatiliyle ülke genelinde sevinç verici ve ümit dolu yaz. Mili Göresch gilt als ausgesprochen strenggläubig, ist aber offen für Besucher und veranstaltet wie die anderen muslimischen Gemeinden auch regelmäßig Tage der offenen Tür. Sivil toplum kuruluşlarımızı, vakıf ve derneklerimizi. Hier in Worms haben die muslimischen Gemeinden etwas Wegweisendes getan. Sie haben eine Charta unterschrieben, in der sie sich zu den Menschenrechten und zum Grundgesetz bekennen. Darin verurteilen sie auch Gewalt, Kopftuchzwang und Ehrenmord als Verbrechen. Mit ihrem Bekenntnis wollen sie Vorurteile abbauen. Die Zwangsheirat, finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte in dieser Charta, weil da viele gedacht haben, ist es wirklich so, dass die Zwangsheirat von unserer Seite her unterstützt wird, was ja aber auch nicht der Fall ist, sondern wir sind auch dagegen. Wir leben in dieser Gesellschaft und haben so vieles verinnigt und das ist auch einer der Punkte, wo wir sagen, okay, das kann es in dieser Gesellschaft auch nicht mehr geben und das wollen wir nicht. Die Wormser Charta war eine Idee von Carlo Riva. Der Bürgermeister und alle muslimischen Vereinigungen der Stadt haben sie unterschrieben. Alle wollen aus ihrem Worms eine weltoffene Stadt machen. Die Rheinstraße empfinden sie als so etwas wie ein Symbol dafür. Es ist die einzige Straße, die die Stadt direkt mit dem Rhein verbindet. Die Stadt lässt die Straße neu gestalten, will sie attraktiver machen. Schließlich sollen die Touristen, die von den Ausflugsschiffen vom Rhein kommen, einen guten Eindruck bekommen. Bei den Bauarbeiten entdeckten Arbeiter, in Worms nichts Ungewöhnliches, die Reste einer historischen Brücke, die wahrscheinlich im 16. Jahrhundert die Stadt mit dem Rheinufer verband. Und schon hat man eine neue Sehenswürdigkeit. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, kann man über die Rheinstraße wieder direkt an den Rhein kommen. Man erahnt den Fluss schon am alten Brückenturm. Der Rhein. Für die Wormser seit jeher das Tor zur Welt. Irgendwo auf seinem Grund soll nach dem Nibelungenlied der Schatz der Nibelungen verborgen liegen, den Kriemhild von ihrem Gemahl Siegfried geschenkt bekommen hatte. Der finstere Hagen entwendete Kriemhild den Schatz und versenkte ihn im Rhein. Daran erinnert das mächtige Hagendenkmal an der Rheinpromenade. Der Rhein ist für alle Wormser ein Stück Heimat und jeder verbindet mit dem Fluss seine ganz eigenen Erinnerungen. Edbil Grote ist in Worms aufgewachsen. Er steuert seine Yacht in das Hafenbecken an der Brücke. Dort liegt seit kurzem das schicke Restaurant Fürst. In Edbil Grotes Kindheit war der Fürst aber noch kein Restaurant. Damals lag es auch noch nicht am Hafen, sondern direkt am Rheinstrand. Das war meine alte Badeanstalt, ist schon sehr alt. Und ich habe auch hier tatsächlich vor 55 Jahren schwimmen gelernt. Mitten im Rhein. War ganz schön gefährlich. Warum? Da habe ich heute noch schlechte Erinnerungen dran. Da hing man in einem Ring, ein Bademeister mit einem langen Stiel und so einem Ring und einer komischen Schwimmweste. Und da hatte man immer Angst, dass man irgendwie rauskommt und dann in den Rhein vielleicht reingetrieben wird. Also ich habe da als Kind immer Angst gehabt. Heute braucht hier keiner mehr Angst zu haben. Die ehemalige Badeanstalt aus der Kaiserzeit ist jetzt ein schmuckes Lokal. Hier treffen wir zwei Wormser, für die der Fürst eine ganz besondere Bedeutung hatte. Ansonsten sind wir Wormser an den Rhein, in den Rhein. Das ist ein Kumpel von uns. Der gute Mann ist heute im Himmel, obwohl er hier schön oben drunter springt. Hier haben sie in ihrer Jugend mit ihrer Clique im Sommer jede freie Minute verbracht. Für die jungen Leute waren es die Bretter, die die Welt bedeuten.
Der mit der weißen Mütze bin ich. Das war unser Kreis hier, der sehr beliebt war bei den Frauen. Wissen Sie, da kamen dann Mädchen, die haben gesagt, vor kurzem habe ich eine getroffen, die hat zu mir gesagt, Walter, das Schönste war oder was wir eigentlich am liebsten gehabt haben, dass wir bei euch mal im Kreis nur sitzen durften. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der Kreis war in sich ziemlich geschlossen. Aber Mädchen wurden immer gerne empfangen, Mann. Es war nicht wie in einem Verein mit Satzung und mit Zwang. Jeder konnte kommen, wann er wollte, jeder konnte gehen, wann er wollte. Es war eine sagenhafte Freiheit. Nicht nur die Geschlechterrollen haben sich inzwischen gewandelt. Auch die Zeiten des Rheinschwimmbads aus der Kaiserzeit sind lange vorbei. Wer in Worms etwas auf sich hält, kommt hierher zum abendlichen Diner. Sanft gewiegt von den Wellen des Rheins speisen. Mit Blick auf die Brücke und den Turm. Das hat schon was, nicht nur für Wormser. Sonnenaufgang über Worms. Mit freiem Blick auf den Dom. Eine Wohnung mit dieser Aussicht war schon immer sein Traum. Bald wird er sie haben. Willi Staus, Architekt und gebürtig aus Worms. Der historische Wasserturm wird sein neues Zuhause. Er hat viel Geld und Arbeit reingesteckt, um ihn in Absprache mit dem Denkmalamt zu renovieren. Der Wasserturm ist seit 1962 nicht mehr in Betrieb und die Stadt suchte jemanden, der ihn sinnvoll nutzt. Willi Staus bekam den Zuschlag für seine Idee, das Baudenkmal in einen Wohnturm umzubauen. Zusammen mit 5 Freunden, 2 Anwälte, ein Internist, ein Maschinenbauer und ein Richter hat er eine Gesellschaft gegründet. Seit 2 Jahren treffen sich die Heimwerker an jedem Wochenende, um an ihrem Wohntraum zu arbeiten. Eine knifflige und aufreibende Arbeit. Sie mussten den größten Teil des gigantischen Wassertanks entfernen und neue Stockwerke einbauen. Hier unter dem Dach entstehen 2 doppelgeschossige Wohnungen. Die Freunde bauen gerade die Zwischenwände für die zukünftigen Schlafzimmer ein. Alle 6 kennen den Wasserturm seit ihrer Kindheit. Aber keiner von ihnen hätte daran gedacht, dass er hier später einmal wohnen würde. Ja, die Geschichte ist also so, dass ich nach dem Studium in der Wasserturmstraße gewohnt habe und das Gebäude täglich gesehen habe. Und da mir ja bekannt war, dass es seit den 60er Jahren nicht mehr in Betrieb ist, hat man immer mal so eine Idee gehabt, irgendwas mit dem Gebäude zu machen. Sicherlich ist das Gebäude und die Planung von so einem Gebäude ein Highlight für einen Architekt, sich mit sowas zu beschäftigen und sowas dann auch zu realisieren. Das hat ja auch jetzt die letzten 2 Jahre unglaublich Spaß gemacht. Also das so als Ausgleich zu der normalen Arbeit, die jeder von uns hat, an den Wochenenden zu machen, das war schon was ganz Besonderes. Ich habe es also nicht bereut, ab und zu sonntags morgens, wenn der Muskelkater sehr stark ist, dann verflucht man es schon mal, aber wir waren meistens jeden Samstag hier angetreten und wir fragen uns inzwischen schon, was machen wir in ein paar Wochen, wenn das alles erledigt ist, was machen wir samstags? Es ist speziell auch für meine Frau und mich, wenn unser Kleinster noch, der ist auch schon 17, noch aus dem Haus geht, ist es so, ich will nicht sagen, ein Alterssitz, aber für den dritten Lebensabschnitt ein ganz toller Raum. 6 Freunde und ein Turm. Wenn es ans Planen ging, waren auch ihre Frauen dabei. Jetzt ins Bett.
Dieser Raum ist für Willi Staus der mystischste von allen. Er lässt sich wegen der schießschadenartigen Fenster nicht als Wohnung nutzen. Der Architekt hat sich hier sein Büro eingerichtet. Die Decke wirkt wie aus einer 70er-Jahre-Science-Fiction-Serie. Es ist das untere Ende des alten Wassertanks, der früher einmal 1,2 Millionen Liter Wasser fasste. Die sechs Freunde haben einen Aufzug in die Mitte des Wasserturms gebaut. Den Boden des Wassertanks haben sie komplett erhalten und sie wissen auch schon, was sie später damit machen wollen. Da ja das der alte Wasserbehälter war und auch gefüllt war mit 1200 Kubikmeter Wasser, möchten wir später hier auch wieder Wasser reinfüllen und das Ganze dann als Schwimmbad nutzen, als hausinternes Schwimmbad für die Bewohner dieses Hauses. Zwei Wohnungen haben sie schon vermietet. Eine davon an Bernd Müsel, der uns einen Blick in sein neues Domizil werfen lässt. Bitte kommen Sie rein. Ich wohne hier im Wasserturm. Das ist meine Wohnung. Hier ist der Wohnbereich. Esszimmer, Küche. Bernd Müsel genießt sein Ruhestandsleben im Denkmal. Willi Staus hat den Raum geschickt genutzt. Eine elegante Treppe führt ein Stockwerk höher zum Badezimmer und zum Schlafzimmer. Ein Wohntraum geht in Erfüllung. Neues Leben in alten Mauern. Das trifft auch auf das Parkhotel Prinz Karl zu. Früher mal eine Offizierskaserne, heute eine edle Herberge, in der auch einige Theaterleute von den Nibelungenfestspielen gastieren. Auf der Terrasse trifft sich die Truppe gerne tief in der Nacht nach den Proben. Für einen von ihnen hat die Stadt eine ganz besondere Bedeutung. Gennadi Wengerow, der den Tuborg spielt. Ich komme aus einer jüdischen Familie aus Weißrussland. Und bei uns in der Gegend, in einer Synagoge, gibt es eine Tafel, wo so eine mittelalterliche Stadt dargestellt und ist geschrieben Worms. Und dadurch wusste ich über Worms schon, schon lange. Und das hat immer was Magisches. Und jetzt habe ich selbst das alles gespürt, erlebt. Und es ist ganz toll, dass ich auch so einen kleinen kulturellen Beitrag zu der Wormser Geschichte gemacht habe. Moni Liegmann lebt im Stadtteil Pfeddersheim vor den Toren der Stadt. Abseits vom Festspieltrubel und ihrem hektischen Job kann sie hier zur Ruhe kommen. Moni Liegmann hat die Stadt lieb gewonnen und ihre Umgebung. Also hier habe ich so eine Erdung, so eine Bodenhaftung und es ist einfach einer der schönsten Plätze von Deutschland, wenn man sich überlegt, dass hier hinten der Pfälzer Wald ist mit der Weinstraße, ein sehr begehrter Ort, wo viele Menschen in Urlaub hinfahren und das liegt hier direkt vor der Haustür. Und dann, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, hier ist dann direkt der Odenwald und die Bergstraße und das ist einfach wunderschön. Das heißt, ich bin hier im Zentrum von den begehrtesten Gegenden von Deutschland und habe hier Ruhe und dann Straußenwirtschaften, schöne Gastronomie, wunderschöne malerische Innenhöfe. Also ich bin einfach begeistert immer, wenn ich hier bin. Die schönsten Ecken kann man im Wormser Stadtteil Hernsheim entdecken. Der ist voll von liebevoll restaurierten Häusern und eben diesen malerischen Innenhöfen. Dieser Hof mit einem Modeladen, einer Gärtnerei und einem Weinladen könnte auch in Südfrankreich liegen.
Es ist das Werk eines Winzers, der in seiner Freizeit leidenschaftlich Denkmalpflege in seinem Heimatort betreibt. Arno Schemps. Er hat diesen Innenhof vor seinem Wohnhaus neu gestaltet und ausgebaut. Genauso wie eine ganze Reihe anderer Häuser in der Straße. Der Winzer kennt die richtigen Handwerker und Helfer für solche Projekte. Und er kann gar nicht genug bekommen. Sogar an das Schloss von Herrnsheim hat er sich rangewagt, ist von der Stadt gepachtet und zusammen mit befreundeten Architekten angefangen, die ehemaligen Stallungen zu restaurieren, damit neue Läden und Betriebe einziehen können. Gerade ist er am Werkeln am alten Försterhaus, das er für Konzerte, Feiern und Weinproben nutzen will. Nach langer Suche hat er im Elsass ein passendes Tor gefunden und endlich auch das passende Schloss. Das Kastenschloss hier, das habe ich irgendwann vor 20 Jahren mal auf dem Flohmarkt in Mannheim mitgenommen. Hatte natürlich überhaupt keinen Plan, wozu das irgendwann mal dienen soll. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, dass das Schloss jetzt genau hier in die Tür passt. Und sogar von der Stilistik her, es ist wie dafür gemacht. Auch für den Herrnsheimer Schlosspark hatte Arno Schemps eine passende Idee. Einmal im Jahr veranstaltet er hier zusammen mit 6 Winzerkollegen den Herrnsheimer Weinsommer. Ganz bewusst als Kontrastprogramm zu vielen anderen Weinfesten. Etwas für Genießer, die kein Gedränge und Schunkelmusik wollen, sondern lieber die Weite und Ruhe des Parks genießen. Und natürlich auch verschiedene Weine und Leckereien aus der Region probieren. Arno Schemps hat hier schon als Kind gespielt und liebt diesen Ort. Es war ihm wichtig, dass sein Weinfest der ganz speziellen Atmosphäre des Parks gerecht wird. Ich fühle mich hier zu Hause. Es ist für mich auch ein Ort, wo man mal, wenn man unter Umständen viel zu tun hat und mal so einen Moment Auszeit braucht, dann ist der ideal dafür. Zum Herrnsheimer Weinsommer gehört auch ein ausgewähltes Kulturprogramm und natürlich gutes Wetter. Aber damit haben die Herrnsheimer bisher immer Glück gehabt. Die berühmtesten Wormser Weinreben wachsen im Schatten der Liebfrauenkirche. Der lieben Frauenmilch, so durften im 18. Jahrhundert nur Weine genannt werden, die auf diesem Weinberg wuchsen. Weltbekannt ist die Liebfrauenmilch für den billigen Supermarktwein. Mit dem hat der Wein aus diesen Reben aber nichts zu tun. Hier baut die Familie Steifensand vom Weingut Liebfrauenstift hochwertigen Wein an. Felicitas Steifensand pflegt auch den Rosengarten, der den Blick auf die Namensgeberin der Liebfrauenmilch richtet. Ein Gnadenbild der Mutter Gottes, das im Mittelalter viele Pilger anzog. Damals bestellten Kapuzinermönche den Weinberg, der so süß wie die Milch der heiligen Jungfrau geschmeckt haben soll. Die Leitung des Weinguts haben die Steifensands an den renommierten Weinmacher Tillmann Quainz übertragen. Der Gutsverwalter geht ganz in seiner Arbeit auf. Wenn ich da unten im Weinberg stehe, an der Madonna, und darüber nachdenkt, dass vor 500 Jahren hier auch Mönche waren, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, wie ich das heute auch mache, und bauen da Wein aus, das ist schon ein sehr erhabenes Gefühl. Und das ist irgendwo auch eine Verpflichtung, da was Tolles draus zu machen. Der Tag der Premiere der 8. Nibelungenfestspiele zu Worms ist gekommen. Moni Liegmann stimmt sich mit den Sicherheitskräften ab. Die Wormser und Wormserinnen warten schon seit Stunden auf die Promis. Moni Liegmann passt auf, dass die Presseleute an ihren Plätzen bleiben. Stars wie Uwe Ochsenknecht schmücken Jahr für Jahr so manches Wormser Familienfotoalbum. Der Skispringer Martin Schmidt mit Begleitung. Auch ein gefundenes Fressen für Fotografen und Autogrammjäger.
Die Wormser feiern die Promi-Parade wie ein Volksfest und harren Stunden in der Hitze aus, zusammen mit den Presseleuten. Sehr gut. Trotz der vielen Menschen hier auf dem roten Teppich läuft es sehr gut eigentlich. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Alle drei, stopp! Alle drei, bitte mal hierher! Einer der Höhepunkte beim Schaulaufen, der Festspielintendant Dieter Wedel mit seinen beiden Frauen, mit denen er in einer sogenannten polyamoren Beziehung lebt. Immer wieder ein beliebtes Motiv für die Klatschspalten. Moni Liebmann arbeitet seit Jahren eng mit Dieter Wedel bei all seinen Projekten zusammen. Jetzt hoffen alle auf ein gutes Gelingen bei der Premiere der Nibelungenkomödie Das Leben des Siegfried. Hätten wir es doch nie gesungen, hätt's doch nicht so schön geklungen. Es ging uns besser, wie man sieht, das nie gesungen Lied, das nie gesungen Lied. Die Raben absolvieren ihre Auftritte mit Bravour. Und das Premierenpublikum erlebt wieder einmal die fantastischen Welten des Nibelungenlieds in ganz neuen Bildern. Diesmal in einer Verwechslungskomödie. Mit Nina Petri als ganz menschliche Brünhild und Matthias Schlohn, bekannt aus der Schuh des Manitou, als Tollpatsch, der irrtümlich für Siegfried gehalten wird. Ich bring euch alle um und zeuge ein Geschlecht, wie keines je gelebt hat, hier in Worms. Im achten Festspieljahr gelingt es, mit dem schweren Stoff zu spielen. Mit jeder Menge Slapstick, wie beim Wettkampf zwischen Brünhild und König Gunther. Am Ende hat auch der Wormser André Eisermann als Siegfried seinen Auftritt. Ich bin Siegfried! Eine gelungene Premiere. Das Publikum hat sich amüsiert. Die Presse war wie immer gespalten. Und die Theatertruppe ist erleichtert und glücklich, dass alles so gut geklappt hat. Ein ganz besonderer Tag für einen Wormser Helden und auch für eine Wahlwormserin. Ich habe jetzt gerade auch mein Handy abgerufen. Da sind viele Wormser Nachbarn drauf, die heute Abend das auch gesehen haben im Fernsehen und gesagt haben, Mensch, wir drücken die Daumen und viel Glück. Und ich muss, auch wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, wo dann die Leute sagen, und wie läuft's? Wie läuft der Kartenvorverkauf? Und das ist einfach schön. Man merkt die Anteilnahme und dass man selber ein Teil einfach von dem allen hier ist. Die Spiele sind teuer und umstritten, aber sie haben Worms ein Gesicht gegeben. Worms hat sich mächtig gemacht und ganz sicherlich tragen natürlich auch die Festspiele, die plötzlich ja auch die Wormser stolz machen. Weil plötzlich, wenn sie irgendwo hinkommen, wissen die Leute, wo Worms liegt. Die tragen sicherlich ein bisschen dazu bei.